Hey Leute, ich bin's wieder, der lustige Mann aus dem Internet. Bevor ich euch jetzt gleich unser Donkey Kong Country Gameplay zeige, muss ich ein bisschen was dazu sagen. Das war so ein bisschen relativ spontan und Profi wie ich bin, habe ich mir die Aufnahme, ich habe keine Testaufnahme gemacht. Deswegen habe ich, nachdem wir durch waren, leider erst festgestellt, dass das Spiel asynchron zum Sound ist. Jetzt hätte ich die Wahl gehabt, dazwischen euch halt entweder das Cover, also unsere Stimmen, asynchron zum Bild zu zeigen oder halt den Spielsound asynchron zum Bild. Oder ich zeige euch das, was ich jetzt gemacht habe. Eine, wie ich finde, okaye Alternative. Seht einfach selbst. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Wir haben beide schon gesagt, wir haben Bock auf jeden Fall, das nochmal zu machen, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Und es gibt schon ein paar Spiele, die wir uns überlegt haben, die wir auch zusammen zocken wollen würden. Und ich sag mal so, dann weiß ich Bescheid und es wird dieses Problem beim nächsten Mal nicht geben. Ach so, genau. Und ich habe, weil wie gesagt, das war halt im Grunde ein Test, mehr oder weniger. Jetzt nur ganz zum Anfang einmal die Begrüßung, mehr oder weniger gemacht. Und ganz am Ende eine Verabschiedung. Deswegen wundert euch nicht, dass nach 20 Minuten auf einmal plötzlich Pause ist, ohne Tschüss. Und die nächste Folge ohne Hallo losgeht. Ich denke, das geht klar. Jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Spiel. Wir haben eine ganze Menge Blödsinn gelabert, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch macht es auch Spaß beim Zuschauen. Und ja, los geht's! Ich nehme einfach auf. Wir müssen ja, es muss ja nichts, alles kann nichts, muss. Okay. Aber soll ich mit, wollen wir direkt mal mit Anmoderation und alles? Wie ist unser Podcast? Dünnschiss? Dezenter Dünnschiss. Alles klar, dann willkommen, wo ist die Kamera? Eine ganz ungewohnte Position. Also. Willkommen zu dezenten Dünnschiss, Donkey Kong Country. Wie nenne ich dich denn jetzt eigentlich? Weiß ich nicht. Brauchst du ein Synonym oder sowas? Ja. CH? CH. Das ist CH. Das geht schon los, oder? Ja, geht schon los. Wir machen einfach mal hier wild drauf los. Wir spielen zusammen, oder? Ja. Sonst habe ich ja richtig verkackt. Mit? Okay, ich wollte nach ein paar Glitches eigentlich noch gucken, aber okay. Was? Glitches? Glitches, ja. Was ist Glitchy? Mal gucken, ich werde ihn gleich mal ausprobieren, vielleicht kriege ich ihn hin. Was ist denn ein Glitchy? Dass wir zum Beispiel von dieser Welt direkt in die dritte kommen. Und was bringt uns das jetzt? Dass wir nicht so viel spielen müssen. Ja, ach so, ja. Das ist natürlich Vorteil, wenn man das aufnehmen will. Wir wollen ja nicht spielen. Ja, wir wollen ja nicht spielen. Wir wollen ja eine Crash. Guck mal, da bist du, Alter. Eigentlich wollte ich dich vorne mal ganz gut spielen lassen, aber mach mal. Ja, ich muss mal gucken, wie es geht hier, die Scheiße. Deswegen, ja, deswegen sage ich ja, spiel mal ein bisschen. Komm her. Ich muss meinen Handschuh vielleicht mal loswerden. Du brauchst ein neues, ne? Ja, ich hab wieder mit Kann ich irgendwie werfen und so? Wir waren Rollen nochmal. Ach so, okay. Werfen? Wen? Nein, mich? Nein. Ja, dich kann ich mit Y. Nee, das X war im zweiten. Den zweiten hast du auch gespielt? Ja, ja. Und den dritten auch. What? Mit den dicken. Ja. Ach so, oh. mit dem Lütten. Die kannst du nur von hinten wegrollen. Ja, 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 ja. Sehr gut. Ja. Oder Donkey macht das. Hey. Ich habe übrigens einen witzigen Namen für die erste Folge. Na? Chrissy, Didi, Donkey und Dre. So, weg hier. Ja. Weil ich bin ja der Witzige. Ach, hier ist er. Alter! Genau. Wusste ich noch. Du bist der Witzige. Ach so! Aber warte, ich habe eine Banane. Ich vergesse. Ja, und jetzt hast du das Leben verpasst am Ende. Was habe ich verpasst? Nee, doch nicht. Hä? Es hätte sein können, dass das dann weg ist. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ja. Ich habe das vor einem Jahr oder so das letzte Mal gespielt. Du weißt nicht mehr, wie das Spiel geht, ne? Das ist das. Alter! Das war Zufall. Das müssen dreimal die gleichen sein. Das musst du nicht sagen, das wissen die nicht. Boah. Boah. Wann haben wir das letzte Mal Donkey Kong zusammen gespielt? Das ist so 13 Jahre her. Ja, warte mal, wer sind wir denn? Oder ich? 14. Oh, das ist länger her. Dass wir zusammen Donkey gespielt haben? Ja. Nee. Natürlich, oder? Vor 13 Jahren haben wir uns kennengelernt. Das kann, haben wir es vorher gespielt, bevor wir uns kennengelernt haben. Na klar. Das ist so, oder nicht? Das lief so, ne? Das lief. Das war bei Donkey Kong Country Fanclub damals. Ja, eben, da hatten wir dann so. Becher mit Band. Was für ein Ding? Becher mit Band. Ach so. Das Telefon, weißt du, weil es noch keine Headset, das war ja alles noch nicht so. Ja, so alt bin ich dann auch noch. Du bist halt älter als ich. Ja. Drück mal was, du bist. Ach so, du darfst auch mal. Ja, dann musst du Select drücken, bitte. Muss ich denn? Mach mal. Ja, und killst mich jetzt bestimmt. So habe ich es mit meinem Bruder damals mal gespielt, dass ich vor so einem Gegner gelaufen bin. Fies. Und dann Select gedrückt habe und dann ist er gestorben. Dann, ja, das zeigt schon einen wahren Charakter. Ja. Kennst du mich? Warum sammelst du denn nicht alle Bananen ein? Ja, mach ich. Ja, klar. Jetzt würden wir alle Bananen brauchen. Guck mal, sowas wüsste ich gar nicht mehr. Nee? Muss ich mir sagen. Nee. Ich kenne
Ich bin immer nur durchgerannt, hauptsächlich. Es gibt, ich glaube, das Knallertal, das Level danach, ist, glaube ich, das, wo man im Grunde nichts machen muss. Weil man alles durch, man wird nur durch Kanonen geschossen. Oh nein! Das ist kurz erschrocken, ne? Total. Ich hab schon gedacht, wir verlieren jetzt hier. Ich hoffe, man sieht nicht, dass ich kurz vorm Herzen fange. Du willst bald. Ja, ich bin der Witzige. Ja. Ja. Klebt dein Controller aus oder ist das nur meiner? Ich weiß ja nicht, wo du vorher warst. In der Dusche! Ja, siehst du, dass er sagt ja natürlich alles. Damit hast du es ja total bestätigt. Du Schwein. Du Schwein, du Dusche. Ja, ich will ja nicht, dass wir gepiept werden, ne? Nee, gepiept wird hier nichts. Hier ist alles ab 18 und wer mit Schimpfwörtern und sowas nicht zurechtkommt. Schieß mich hoch, da kann ich mir nicht. Kann ich nicht, das ist nicht Donkey Kong 2. Sag mal. Kannst du. Donkey. Okay. War ein bisschen. Dass ich da nicht hochgekommen bin. Ja. Passiert mir sonst nie. Ja, klar. So, jetzt gucken wir mal, ob der Glitch funktioniert. Ich weiß nicht, ob das nur im Singleplayer funktioniert. Warte, noch einmal ganz kurz nochmal. Ich glaube, das geht noch im Singleplayer. Oder ich kann es halt nicht. Wenn man da nämlich beim Wechsel. Ist egal. Erzähl das den Zuschauern. Nee, warte. Mach mal das Level, ich überlege mir. Ich suche den Glitch kurz raus. Ich überlege mir, was ich sage. Ja, genau. Damit es nicht ganz so langweilig ist. Ich habe ja den Soundtrack auf Platte, ne? Nein, auf einer Vinylplatte, ja. Auf der Schallplatte. Kennst du doch, ne? Nee, kenn ich nicht. Du hast die Zeit aber noch mitgemacht, ne? Ja. Ja. So war das. So nicht anders. Du bist die Einzige, die ich kenne, die älter ist als ich. Ja, sag mal, das ist die ganze Zeit. Nee, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Digi ist ja noch viel älter. Der Typ, mit dem ich den Kanal zusammen mache. Der ist sehr männlich. Alle, ne? Sehr männlich. Ja, und weiblich schlage ich alle, wa? Vom Alter? Ja. Siehst du mal, was du. Meine Mama ist älter als du. Da muss er halt die Bananen jetzt nicht ein. Oh nein. Wie ärgerlich. Nee, meine Ex ist so alt wie du. Ach ja, das, ja, da hast du allerdings furchtbar recht. Bitte. Das hätte sie aber auch echt merken können. Was jetzt? Mit dem Alter? Wir müssen das übrigens nicht hochladen, das ist nicht live. Das kann, alles, kann auch alles noch rausschneiden. Nein, wirklich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Was soll ich denn machen? Einfach rausgehen. Ja. Komm. Komm. Ja. Hat keinen Sinn. Geh einfach raus. Ich finde das gut, dass ich immer den guten Stuhl weggebe, wenn jemand hier ist. Ein Glück ist selten jemand hier. Das ist total super. Findest du nicht, du bist findest echt, nicht gut? Doch. Du bist echt sozial angehaucht, muss ich sagen. Oh. Ich spiele echt gut, muss ich sagen, dafür, dass ich das so gefühlt. Was hattest du? 13 Jahre. Das hört sich auch so lang an, ne? 13 das hört sich Jahre. Richtig lang an, ja. Ich glaube, ich habe Zuschauer, die jünger sind. Oh Gott, hoffentlich habe ich keine Zuschauer, ja, die jünger sind. Ich saß letztens mit jemandem und dann lief Seed. Und dann, oh! Ich fand schon Seed, als ich klein war, richtig gut. Stimmt, hat sie erzählt, ja. Ja, sie ist 17 gewesen. Ja, ja, ich war vor 13 Jahren das erste Mal auf dem Konzert, da warst du viel. Halt! Ja, ich muss gleich mal gucken. Hätte ich fast angeschrien hier. Hast du doch. Hab ich nicht gesehen, wie ich gezuckt habe? Nee. Wie so im Video. Ja, im Schnitt. Im Schnitt. Vielleicht zoome ich nochmal. So die Augen so ganz groß und dann machst du so. Ich glaube, du hast noch was verpasst. Machst du Zoom ran. Echt? Ja, okay, ich guck nochmal. Da, wo die Banane war, da kannst du runter. Hoch, ach, ich dachte hoch. Weil du willst ja die Bananen mitnehmen. Ich dachte hoch, ja. Nehme ich alle mit? Nee, ne? So viel Zeit haben wir nicht. Ja, dann war da immer ein Sterben völlig umsonst, ne? Weißt du selbst, ne? Oh, ein Pfeil! Guck mal, hätten sie ihn da hingebaut, ne? Dann mach ich das ja. Das ist doch das geilste Lied in Donkey Kong Country, oder? In Spanien, ja. So unter Wasserlevel? Aber ein Gänsehund finde ich tatsächlich dieses, was du vorhin sagtest. Das ist hoch. Wenn du mein Haar genau, dann musst du richtig lange gucken. Nee, ich mach nicht. Jetzt musst du, weil du nicht weißt, wie du von dem nicht runterkommst. Ja, natürlich. Irgendwie. Zwei gedrückt halten oder sowas. Oder? Ja. Ist da oben irgendwas? Ja, nein. Nee, ein O haben wir, glaube ich, noch nicht. Ne? Ja. Wir hatten ja damals nichts. Und Super Nintendo habe ich ja erst bekommen, da gab es ja schon PlayStation 2 oder so. Also, den brauche ich ja, ne? Nee. Oder kommt der dann doch noch raus? Nee. Aber ich konnte mir Zeitschriften kaufen damals. Und ich habe mir so Super Nintendo, oder Nintendo, wenn du da rechts reingehst, kommst du irgendwie rein. Aha, okay.
so Super Nintendo Magazine gekauft und da waren die Level von den Spielen. Und bin ich dann mit dem Finger immer so abgegangen und hab so getan, als würde ich spielen. Ach so. Komm ich da auch raus morgen ja, wieder? Ja, hab schon. Achso, ich dachte, du meinst gerade so ein Sheet, was wollte ich schon sagen. So ein Lösungsheft, wie hieß das? Oben oder da? Ja, ich glaube oben ist noch was. Ja. Ein Lösungsheft hier, wie bei Pokémon, ne? Es gibt Lösungshefte natürlich für Pokémon. Natürlich gibt es Lösungshefte für Pokémon, ja? Ja. Nee, ich hab, Lösungsbücher habe ich damals gar nicht gekauft. Dafür habe ich sie, habe ich jetzt in letzter Zeit welche gekauft. Ach komisch, ne? Hättest du mal damals wieder gekauft. Ja, aber halt für moderne Spieler, für heutige Spiele. Was ist denn? Ja. Dark Souls. Ja. Schon mal gehört? Ja. Tatsächlich ja. Kann dir nichts Neues mehr bei mir. Ja, genau. Hast du gesehen, wie schnell das ging? Das war astrein. Also. Ohne gestorben zu sein. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Das schneiden wir raus. Du hast die Aufnahme leider kaputt gemacht. Ja, ups, da war eine Pause. Aber du musst jetzt musst du. Jetzt. Die guten alten Pinkelpause. So, wenn du jetzt abgibst, zeige ich dir was. Ja, ich gebe ab. Geil, guck mal, und weißt du was? Das war noch nicht mal mit so Leck. War mit dem. Das geht? Ja. Habe ich eben auf jeden Fall gemacht. Wir können jetzt uns unterhalten, das geht jetzt im Moment so. Ja. Ja. Nein! Bist du selber tot? Ja, aber nur aus Versehen. Ja, ja. Klar. Okay, dann machst du das jetzt nochmal. Na gut. Achso, ja, klar. Oh, vorbei. Ja, da hätte aber auch ein Fass unten sein können. Irgendwo ist da ein Fass. Irgendwo. Da wolltest du auch hin, ne? Ja. Ist halt schon ein paar Tage her. Ja. Ja, genau. Das ist ja das. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du herkommst und einfach beleidigt wirst die ganze Zeit. Ich bin ja beleidigt, nicht? Das ist ja nur, weil du unsicher und nervös bist. Ja, du Mobber. Das ist wahr. Hm. Als würdest du mich kennen. Unheimlich. Kenne ich nicht. Ah! Scheiße, oh. Das muss ich jetzt ja machen. Willst du das machen? Nee. Ach, fuck. Ich hasse diese Dinge. Ich bin da extra nicht raufgesprungen. Achso, er hasst das durch goldene Nashörner zu laufen, das ist so super anstrengend. Nee, es ist halt langweilig, weil es bringt dir nichts. Unterschiede guckt in Luft oder? Ja, das sind irgendwie 6 Leben nachher, aber die brauchen wir ja nicht. Bist du sicher? Weiß ich nicht. Ah, ich bin hier. Schmier hier ab. Stimmt, okay, nee, es werden doch nur 4 oder so. Guck, wie schnell die Sekunden vergehen, als würden in Echtzeit so schnell die Sekunden Warum vergehen. Warum gehst du nicht nach unten? Um das zu verdoppeln noch, aber das schaffe ich nicht. Also, nee, das schaffe ich nicht mehr. Wäre ich darüber gekommen, wäre da so ein Doppelding gewesen. Hätte ich mich noch verdoppelt. Hätte mir 7 Leben bekommen. Krass. Du Fuchs, du. Oh. Nicht so schlau, aber so. Aber ich stink's, oder? Ich weiß nicht, wie Füchse stinken. Füchse stinken, richtig. Das war immer Digis Lieblingsspruch, so früher, als wir noch zusammengearbeitet haben. Achso. Du Fuchs! Nicht so schlauer, riechst wie einer. Achso, ich kenne das nur mit dem da unten. Sieht aus wie ein großer, aber ist zwar kein großer. Wir hatten jetzt das K vergessen, nicht? Das ist zwar kein großer, aber riecht wie einer. Ja, ja. Oh, das ist nicht so groß. Aber. Ich weiß ja nicht, mit was für Leuten du so abhängst, aber. Ja, mit dir, ne? Das sieht ganz danach aus. Ich kenne das Kaffee. Das ist ziemlich traurig, aber. Dir geht's doch genauso, oder? Mit dir? Naja, ja. Mein Geheimgang verloren, vergessen. Nee. Ja, aber links, ne? Ja, aber das ist timingmäßig nicht so einfach. Weil er links muss hochgesprungen sein, genau. Ja. Jetzt. Boah. Dann kommt man bis ins Ziel, glaube ich. Du hast ein K vergessen. Ja, ich ärgere mich richtig doll. Können wir nochmal neu starten, K? Mach doch das Level nochmal. Siehst du Level nochmal? Ich wollte ja was ausprobieren. Ja, voll ärgerlich. Wo war denn das K? Die haben noch alles mitgenommen. Ich weiß es nicht. So, pass auf, ich probiere das jetzt ganz kurz aus mit dem Glitch, ja? Das Blöde ist... Ah ne, warte mal, wir sollten vielleicht vorher speichern, weil wir kommen nicht wieder zurück. Ach so. Das ärgert mich richtig, dass wir das nur auf der einen Seite hören. Das ist ja gut. Findest du? Ja. So habe ich das Gefühl, du redest wirklich mit mir. Was? Oh, ich muss gleich niesen. Cool. Ja. Ob das jetzt laut war? Nee, ich hab's ja. Ich hab's im Schnitt verändert. Machst du ganz laut, ne? Nee, ich hab's. Ich glaube, ich hab mich.
Ah, komm schon, das ich geh mal ganz kurz hin zu meinem Getränk greifen. So, ganz unauffällig. Ja, deswegen habe ich mir umgegeben. Okay, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ja, sehr gut. Ja. Das ist gut gemacht. Okay, hat sich nicht gelohnt, Entschuldigung. Ja, macht nichts. Ich habe in der Zeit mich anrotzen können. Ja. Willst du den Boss machen oder soll ich ihn machen? Mach du doch. Du bist doch gerade so schön dabei. Der ist ja hart dran. Jetzt musst du. Ja, das hat. Einen muss er noch. Vers 3, Alter. Richtig voll gut. Ja, ich bin's heute, ne? Das ist so mein Erfrischungsgetränk. Hier. Fresh. Ah, jetzt bin ich hier ohne den, ne? Muss ich da hier wieder drücken? Ja, jetzt bist du ohne mich. Ne? Wie bei Rammstein. Ich bin wieder alleine. Nee, das ist ich nicht weiß, dass es das nicht ist. Ja, entschuldige bitte. Ja, stimmt. Jetzt könnte ja jemand denken, ich bin dumm. Vielleicht mache ich das auch. Das aber vielleicht ohne, einfach. Es gibt doch ein Lied von Rammstein, das heißt ohne dich. Ohne dich schlafe ich. Meinst du das? Ja, das kommt schon eher hin. Ja. Das kommt schon eher hin. Ne? Lange kein bisschen. Obwohl, stimmt auch wieder nicht. Ich sage mal lange und dann sind das vielleicht 2-3 Monate oder so. Hast du das gesehen? Was? Ja, habe ich gesehen. Einfach die Bananen nicht mitbekommen. Du bist ja schon fast durch. Wir gehen schnell, ne? Das lasse ich dann nur für den Geschmack. So wie meine Sprite-Wodka-Mischung damals. Ich wollte nur, dass du auch mal spielst in diesem Level, weil meintest du. Nee, du hast das Viecher gekillt. Du musst jetzt das Bonus-Ding machen. Was soll das denn? Mit Espresso. Ja, ich wusste noch, dass es flattern kann, aber. Wie? Das ist natürlich scheiße, wenn wir uns festhängen. Gut, da gut. Seh zu, Mama schon. Ich weiß aber auch gerade nicht mehr, wie er flattert. Ja, du musst hier. Ah, okay. Hoch, geh hoch. Oh, geh hier weiter. Hier, wenn du da ganz oben hoch springst. Noch weiter. Und jetzt nach rechts, noch weiter. Noch weiter, noch weiter, springen. Geht doch nicht. Doch. Du kriegst jetzt auch den Doppel. Boah. So, und jetzt? Also. Hier auch noch? Nee, jetzt kannst du wieder zurück. Oh. Aber hier vergeht die Zeit irgendwie langsamer, oder? Wie lange haben wir eigentlich? Hat da einer auf die Uhr geguckt? Was denn? Wie hältst du so lange? Boah! Fünf! Aber gerade so. Ne? Ja. Bam! Das, mal noch. Das sind ja heute 250 Euro. So aus den 90ern das Spiel. Da gab's ach was, willst du mir wieder was damit sagen? Was? Ich bin ja noch mit D-Mark aufgewachsen. Ich auch. Oh, krass. Ja. Als der Euro damals kam, war ich verwundert, dass meine Mom hingegangen ist und den Geld dafür geben musste, dass sie Euros bekommen. Ja, das ist echt... Ich dachte, wieso muss man die denn kaufen? Wieso muss man denn das Geld kaufen? Das ist doch Geld. Boah. Oh. Hä, hab ich das jetzt nicht gekriegt? Hast du nicht gekriegt? Hä, aber ich bin noch da... Ja, das war doch... Das ja, die Hitbox ja, ne? Damals in den 90ern war noch nicht gegangen. Wenn jetzt runterfällt, würde ich dir einen ausgeben. Aber wieso sollte ich das? Nein! Also, ich will dir keinen ausgeben. Schnell zurück! Ich hab doch kein Geld. Ist das jetzt schon Dresin-Wahnsinn? Achso, bin ich jetzt schon... Lorencrash, so heißt das. Dresin-Wahnsinn ist was anderes, glaube ich. In Teil 2 vielleicht? Nee. Oh, willst du das machen? Na gut. Nicht, muss ich... Achso, hüpfen muss ich nur, ne? Hui! Dieses Level ist der Grund, warum wir das auf dem Röhrenfernseher spielen. Wenn wir das auf dem spielen würden, würden wir es nicht schaffen. Also, alle also, außer mir natürlich. Oder was? Ja. Ja, die Eingabe ist, das Bild ist schon weiter und du drückst ja, und springst ja. Nicht. Wir haben das bei Harry mal gespielt. Und die Jungs sind einfach nicht weitergekommen. Ich natürlich schon, aber auch erst nach 10 Uhr. Oh! Ah, was denn? Jetzt fällt's runter. Ah, oh, schade. Da fällt jeder runter. Ja, ich weiß, weil du weiter dich da ran musst. So knapp vor kurz vorbei und so. Aber du kriegst noch eine Chance, pass auf. Warte. Hä, hey, warum hast du nicht gewechselt? Fuck, war das nicht da irgendwo? War irgendwo ein anderen Fass. Gut, dass ich eben 5 Leben geholt habe. Ja. Irgendwo war dann Fass, dann überspringt man das halbe Level. Ich meine, das ist mein Lieblingslevel. Ich liebe dieses Level, ne? Oh, und jetzt spiele ich das. Aber man kann es überspringen, ja, du fällst ja gleich wieder runter. Aber kein Druck. Das mache ich dann ja auch nur für dich, ne? Ja, sicher. Für wen sonst? Guckt ihr eh sonst guckt ihr eh keiner zu. Hi, Tippi. Kannst mal Tippi grüßen. Der findet dich nett. Wer ist Tippi? Ja. Einer von denen ist der einzige Zuschauer, von dem ich weiß, dass er wirklich alles guckt, was ich so mache. Oh! Hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Der hat Augen zu.
Was war denn noch? Ach so, ach. Hä? Was war das denn jetzt? Ja, ich hab, weiß ich auch nicht, ich hab gedacht, dass der Zug weg soll, wollte ich schon sagen. Ich sehe nichts, das Licht blendet, es ist verzögert, ich hab Lag, ich bin alt, ich bin müde, ich hab wenig geschlafen. Das sind alles Ausreden, warum das jetzt hier nicht so richtig klappt. Hallo, Tippi. Ich hatte in The Last of Us über dich gesprochen und er fand deine Beschreibung war nett. Ach so, und jetzt ist er entschuldigt, Herr Tom. Ja, hab ich ihm aber dann auch geantwortet, ja, er soll sich nicht zu viel Hoffnung machen. Sehr gut. Das ist gut. Dann ist er vielleicht ja doch positiv überrascht. Das ist immer gut. Das ist nämlich immer, das Ding. Man muss immer ja, tief immer ganz. Ja, das machen ja die meisten Mädels. Ne? Immer schön alles runterdrücken, sind so hässlich und blau und dann sind sie nicht ganz so enttäuscht, wenn du fast die Wahrheit gesagt hast. Also so mache ich es ganz oft. Achso. Dann bist du aber auch nicht die Einzige. Ja, das weiß ich doch. Hab ich doch. Mein erster Satz fing damit an, so machen wir Mädels. Ja. So ungefähr. Also nicht das Wort genau, aber in die Richtung ging es. Ich kann mir das ja nicht so merken, wenn das schon 3 Sekunden her ist. Du auch nicht. Nee.